Was machst du? Hä? Ich weiß nicht, was sie macht. Sie hat sich eingegraben. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Fjordur. Wir sind erstmal wieder aus dem Urlaub zurück und es gibt so ein paar Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ihr seht, ich habe schon so ein bisschen was gemacht. Hab unsere Rüstung und so ein paar andere Items wieder repariert. Erstmal einen ganz lieben Dank an euch für euren Mega-Support hier bei der Fjordur Season. Freut mich, dass ihr so viel Spaß daran habt. War auch echt ein bisschen spannend in letzter Zeit, muss ich dazu sagen. Wir müssen heute auch leider mit einer traurigen Sache starten. Wir müssen natürlich noch den Grabstein hier aufstellen für Jerry. Wir haben Jerry ja sofort wieder verloren. Das war echt nicht schön, aber da war ich einfach ein bisschen zu unvorsichtig, ne? Jerry kriegt jetzt einfach nur mal einen Grabstein. Jerry ist ja ganz klein, ne? So. Rest in peace, Jerry. Und dann müssen wir eine neue süße Maus finden. Da finden wir hoffentlich wieder eine in der Wüste. Müssen wir mal so ein bisschen gucken. Super traurig. Und die müssen wir dann sofort auf Gewicht leveln und mit ganz vielen Beeren füttern, damit sie vielleicht überlebt. Oder wir packen sie in Cryopod und packen sie erst zu Hause aus, ne? Ich denke, wir nehmen dann auch auf jeden Fall Bussard mit, dass, wenn irgendwas passiert, dass Bussard unsere Sachen retten kann. Wir haben gesehen, wie gefährlich das ist. Wir hatten fast unsere ganzen Items verloren. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir Bussard mitnehmen. Der kann uns da so ein bisschen unterstützen. Na gut, jetzt sind wir aber wieder zu Hause. Hier ist es safe. Also zumindest denke ich das. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier ist es halbwegs safe. Ich habe nichts dabei, ihr seht das. Ich habe noch unsere Waffe wieder dabei. Die können wir dann noch auspacken im Notfall. Aber sonst haben wir nicht viel dabei. Zum Beispiel keine Ferngläser. Aber ich weiß nicht, brauchen wir die jetzt? Brauchen jetzt kein Fernglas, oder? Wir testen nämlich nur so ein paar Dinos. Wir müssen mal unsere ganzen Tames auspacken. Ein bisschen gucken, was die können. Deswegen fliegen wir jetzt erstmal an den Hafen und testen dann mal die Wassertiere, die wir gefunden haben. Die kommen alle aus der TSW-Mod. Für die sich dafür interessieren, wo die herkommen, die Tiere. Die kommen alle aus der The Sunken Worlds Mod, so heißt die. Und da sind ein paar richtig coole Wasserdinos dabei. Bei uns spawnen halt irgendwie nicht alle, ne? Das heißt, wir haben da gleich so ein paar spannende neue gefunden. Das ist unsere Lachsfarm hier. Die kennt ihr, ja? So, dann schmeißen wir mal unsere Henodus raus. Ich habe auch keine Taucherflasche dabei. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen an der Wasseroberfläche bleiben. Aber wir haben auch keine großen Tauchfische. Wir haben nur so eine Schildkröte und so einen kleinen Minifisch, ne? Wie Master, den Mater Biskis, so heißt der. Genau. Wir nehmen jetzt mal die Henodus raus. Da bin ich mega gespannt, was die so drauf hat. Wir haben die schon geritten. Die sind total cool. Man kann ja, haben wir irgendwas dabei, um auf der zu bauen? Ich glaube nicht, aber da müssen wir uns schnell was bauen. Um zu testen, ob man auf der vielleicht nur so irgendwie was aufbauen kann. So plattformsatteltechnisch. Man kann ja auf der rumlaufen. Also wir können auf den ganzen Panzer stehen und auch rumlaufen. Was ein großer Vorteil bei denen ist, ist, dass die eine winzige Hitbox haben. Wir haben das schon gesehen. Also man kann mit denen, man kommt mit denen überall durch. Der Panzer, der hat quasi keine Hitbox. Ihr seht das. Die hat eine Hitbox so groß wie eine Lachs ungefähr. Wir kommen überall durch. Das ist ein bisschen cheaty natürlich, aber auch sehr praktisch. Und die ist auch ziemlich schnell, ne? Was können die denn sonst noch so? Also, wir haben relativ viele Hitpoints, das ist auch gut. Gehen wir mal auf 7000, oder? Relativ viel Gewicht. Wobei das besser sein könnte. Melee Damage. Wir haben schon versucht zu kämpfen, das ging ganz schlecht. Vielleicht hängt das auch mit der Hitbox so ein bisschen zusammen. Wenn wir so eine schlechte Hitbox haben, können wir natürlich auch schwer Tiere treffen. Also kann sein, dass die dann in uns stecken müssen, damit wir die angreifen können. Das müssten wir dann nochmal ausprobieren. Gibt es hier irgendwas, was wir angreifen könnten? Was auch mega cool ist, ist ja, dass wir amphibisch sind. Wir können halt im Wasser rumschwimmen, wir können aber auch jederzeit an Land gehen, wo wir dann elendig langsam sind und die Heckflossen immer hinter uns herziehen. Vielleicht sollten wir Movement Speed leveln einfach. Also man kann an Land gehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt super viel Sinn macht. Hier ist halt nichts unterwegs, oder? Seht ihr irgendwas? Vielleicht ein Fisch? Hier ist ein Manta.
versuche den mal zu hapsen. Oh, das geht. Okay. Ja, ist wie ich vermutet habe. Also wir können Tiere hapsen, aber die müssen in uns drin stecken. Also ich treffe ihn so jetzt nicht. Genau. Also wir treffen Tiere, die so unter uns sind. In uns, unter uns. Und wir können kein Fleisch ernten. Weil die ja vegetarisch sind. Ne? Die essen Beeren. Da haben wir auch ein paar an Bord, also alles gut. So. Jetzt steigen wir mal kurz ab und tauchen mal so ein bisschen durch die Gegend hier und gucken uns die an. Kann die sonst noch irgendwas? Nee, ne? Wir haben auch keine Möglichkeit, irgendwie Sauerstoff aufzufüllen oder so. Okay. Dann gehen wir nochmal an Land. Irgendwo, wo es möglichst eben ist. Müssen nochmal was ausprobieren. Ich bin super gespannt. Jetzt passt mal auf. Gibt es hier irgendwo... Am Hafen ist es relativ eben, ne? Da schwimmen wir mal kurz zum Hafen zurück. Also von der Geschwindigkeit im Wasser her ist die auf jeden Fall gut. Da kann man ganz schön mit reisen mit den Schildkröten. Gehen wir mal fix hier an Land. So. Und... müssen wir rausfinden, was die noch so können. Aber... Oh! Was war das? Was machst du? Hä? Ich weiß nicht, was sie macht. Sie hat sich eingegraben. Okay. Die hat sich einfach eingegraben. Mega cool. Okay, also die können sich scheinbar vergraben. Das ist ja interessant. Okay, wir nehmen mal so ein bisschen Holz und Stein und so und bauen uns, oder einfach nur Holz und bauen uns so eine Plattform zum Testen. Da brauchen wir Fasern, Thatch und so. Ich habe ja wieder keine Tools dabei, ne? Geht das so? Ja, bei uns geht das so. Dann brauchen wir noch ein paar Fasern. Dann testen wir doch mal fix, ob wir auf der Schildkröte irgendwie eine Struktur errichten können. Das wäre noch ganz interessant, ob das wirklich ein Plattformsattel ist oder ob wir da nur drauf rumlaufen können auf der Schildkröte. So, hier ist schwer zu laufen, überall Steine. Sollte reichen. Ich stell mal so eine Foundation her. Thatch reicht, irgendeine. So. Mal gucken, ob die Modded auch funktionieren. Mal gleich so eine Mischung hergestellt. Und dann bauen wir jetzt mal auf der Schildkröte. Jetzt müsste es ja sowieso gehen, oder? Jetzt wahrscheinlich bauen wir jetzt auf dem Boden, wenn ich auf ihr baue, oder? Wir testen es mal. Ist das dann Schildkröte oder ist das Boden? Machen wir mal hinten, so dass sie nur aufsteigen kann. Bam. Right. Grab dich mal wieder aus. Ja, okay. Ich habe es mir fast gedacht, das ist jetzt auf dem Boden gelandet. Aber wir konnten uns trotzdem ausgraben, weil wir so eine kleine Hitbox haben. Jawohl, das geht, glaube ich. Yeah. Okay. Das ist also ein Plattformsattel. Ich weiß nicht genau, wie groß der ist, ne? Das sieht man schwer und schlecht. Die bewegen sich ganz schlecht an Land. So, nehmen wir das mal wieder hoch. Die ist ultra langsam, die Henodus. Beim Wasser geht's ganz gut. Okay. Die sollten eigentlich noch so eine Sauerstoffaura haben. Deswegen habe ich das versucht. Ob wir da irgendwie Sauerstoff kriegen oder zapfen können oder so. Ich denke mal, das ist das so groß wie ein Parasail, ein bisschen kleiner vielleicht. Sieht aus, als wäre das so eine quere Plattform. Also die ist breiter als lang, will ich damit sagen. Das ist wie eine Parasail-Plattform, nur quer. So vom Gefühl her. Okay. Also damit können wir rumschwimmen. Sieht jetzt mit der Modded Foundation sehr komisch aus, ne? Aber funktioniert. Und mit X können wir uns halt eingraben und ausgraben. Und wenn die eingegraben sind, dann nehmen die wohl deutlich weniger Schaden. Also so können wir uns so ein bisschen vor Gefahren in Sicherheit bringen. Die sind mega cool. Breche sie weg. Bam. Eingebuddelt. So, die kann hier eigentlich sitzen bleiben, unsere Henodus. Ich lasse die mal Henodus, dann wissen wir, was das ist. Henodus. Oder braucht die einen Namen? Unser Hammerhai heißt Hansi. Vielleicht fällt uns noch ein guter Name ein. Jetzt packen wir erstmal den Mater Piskis noch aus. Den wollen wir auch mal testen. Mal gucken, was der so drauf hat. Mater Piskis. Den Mutterfisch. Okay.
Die sind auch ziemlich groß, ne? Und der ist gleich überladen. Der hat eigentlich ganz gut Gewicht. Was habe ich denn wieder so Schweres an Bord? Die Foundations? Sind jetzt auch nicht so schwer, ne? So, wir haben halt Waffen und alles Mögliche. Leveln wir mal so ein bisschen Gewicht, dass wir uns bewegen können. Also die haben relativ wenig Gewicht. Okay. Wir sind leicht überladen, also nicht super schnell. Wir leveln einfach weiter Gewicht. Ich weiß nicht, ob wir den für irgendwas brauchen. Der hat sehr viele Hitpoints auf jeden Fall, ne? Oder haben wir da schon gelevelt? Ich glaube, der hat ziemlich viele Hitpoints. Wir haben auch super viele Punkte, also wir könnten richtig viele Hitpoints noch leveln. Oder Melee Damage. Oder Movement Speed. Ich weiß nicht, wozu man die am besten braucht. Das müssen wir noch rausfinden. Was können die denn? Können die hapsen? Können die irgendwas ernten? Die machen komische Geräusche beim Hapsen. Also die sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Die Mutterfische. Ja, und die haben so ein paar Fähigkeiten, die man so jetzt nicht testen kann. Und zwar können die Eier klauen. Die können ganz gut Eier klauen aus irgendwelchen Nestern. Ich weiß jetzt nicht genau, was es alles für Tiere gibt, die Eier legen im Wasser. Da gibt es nicht so viele, das werden wahrscheinlich Modetiere sein. Und die können die aber klauen. Mit einem Rechtsklick kann man Eier klauen. Und weil das ein Mutterfisch ist, haben die Eltern nichts dagegen. Die können auch so ein bisschen aus dem Wasser raus hier. Knallgrün. Sieht ein bisschen aus wie ein großer Frosch. Und die können auch Jungtiere großziehen. Ganz ähnlich, wie das die Maywings machen können. Also das ist auch super nützlich, wenn ihr hier im Meer nachzüchtet, zum Beispiel Haifische züchtet oder sowas. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Wir haben erst einen Haifisch. Also wir haben einen Hammerhai, den Hansi, und dann haben wir noch den Heiko, ne? Der Heiko ist hier drüben. Wir könnten auch so ein Herbert, so ein Dunkleosteus, könnten wir auch mal nachzüchten. Das ist der Heiko. Der ist auch ziemlich gut, der Heiko. Die sind alle recht gut, ne? Okay. Also fürs Nachzüchten können wir den dann sehr gut gebrauchen. Hier ist so ein Aal, ne? Ja, so ein Riesenaal. Den werden wir uns mal hier aufheben. Der kann hier warten. Der isst, glaube ich, Fleisch, ne? Und die brauchen wir dann erst, wenn es ans Nachzüchten geht. Mann, es gibt noch so viel zu tun. Wir sind schon bei Folge 102, glaube ich, ungefähr. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber wir sind schon über Folge 100 und eigentlich sind wir gefühlt immer noch ganz am Start. Es gibt so viel zu tun hier. Gut, wir haben natürlich auch ein paar Mods dabei, da gibt es dann extra viel zu testen. Das waren aber mal die beiden spannendsten Tiere, die Moddetiere. Die anderen packen wir natürlich auch aus. Dann haben wir auch noch den Amaga zum Testen. Oh, es gibt so viel zu tun. Wollen wir den roten Loot mal mitnehmen? Gucken, was da drin ist. Der ist ja schon unten. Wenn wir uns ranhalten, dann kriegen wir den vielleicht noch. Schauen wir mal, was bei uns hier auf Yodo die roten Drops liefern. Ich habe nicht besonders viel Hoffnung, aber mal gucken. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ja gut, das ist gar nicht schlecht, ne? Magmasaurus-Sattel. Heißt das, dass wir jetzt einen Magmasaurus zähmen müssen? Ist aber ein ganz normaler Sattel, der kann nix. Und das ist aber ganz nett. Wir haben eine ziemlich gute Longneck-Rifle bekommen. Mit 131 Weapon Damage. Da haben wir aber eine bessere. Trotzdem, auf jeden Fall nicht verkehrt. Sowas kann man mal finden und auch verwenden. Ich weiß nicht, ob das für einen roten Drop wirklich so... Roter Drop, das ist höchste Qualität, die man finden kann. Und da ist eine Longneck-Rifle drin. Man könnte natürlich ein bisschen mehr finden. Aber ist auf jeden Fall brauchbar. So eine Longneck zum Tiere betäuben braucht man ja bis ins höchste Level. Also die sind theoretisch irgendwie auch Top-Tier, auch wenn man sie schon deutlich früher bauen kann. So, Moment, wir haben noch was vergessen. Ich habe festgestellt, man kann für diese Mater-Piskis auch einen Sattel herstellen. Für die gibt es einen eigenen Sattel, also den braucht man nicht. Aber man kann auch ohne Sattel schwimmen mit denen, also aufsteigen. Aber die kann man satteln und es gibt natürlich dann zusätzliche Rüstung, 25 Rüstungspunkte. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn das geht. Ich habe mal so ein Ding hergestellt. Das packen wir jetzt einfach mal hier drauf. Bam. Jawohl. Die haben auch einen Kostümslot. Ein Mutterfischkostüm haben wir noch nicht. Sehr cool.
Die haben so einen Stachel auf dem Rücken, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich da drauf setzt. Liegen wir da drauf oder stehen wir oder sitzen wir? Oder? Wir liegen da drauf. Mit dem Stachel direkt unter der Brust. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich mit den Fischen. Ich weiß nicht, ob man mit dem wirklich rumschwimmen sollte. Das ist wohl relativ risky. Na gut. Das sind die Marter Piskis. Das ist ein bisschen unbequem mit einem Stachel unter der Brust. Na gut, dann fliegen wir mal zurück nach Hause und dann gucken wir mal, was wir noch für Kollegen mitgebracht haben. Da gibt es ja so ein bisschen was zu schauen. War echt spannend. War da eigentlich kein Komet am Himmel? Ich habe hier noch keinen, noch nicht bewussten Kometen gesehen. Irgendwie schien mir das gerade so. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, ob hier am Taghimmel Kometen unterwegs sind. Auf Yolo. Ich glaube es ja irgendwie nicht. Ich habe hier die anderen Kollegen schon mal rausgeworfen. Das sind die drei. Einmal Stibitzi. Der ist hier. Da haben wir jetzt schon so viele von den Kollegen. So, Bussa, bleib mal da sitzen. Mach keinen Blödsinn. Stibitzi kann man mal mit hochnehmen, dass der dann sicher sitzt. Der kommt dann zu... da drüben. Sascha. Stibitzi, Sascha. Und wir haben bestimmt noch mehr, oder? Da stehen bestimmt irgendwo noch welche in der Basis rum. Wir haben so viele Pegomastaks inzwischen. Die kommen immer mal wieder und wollen dann mit. Und dann kann man die ja nicht einfach sitzen lassen. So. Und da haben wir natürlich Donald mitgebracht und Stachli. Stachli ist ziemlich gut. Ist nicht Max-Level. Wir haben uns ja für den Nicht-Max-Level entschieden, weil der Max-Level nicht so gute Statistiken hatte. Stachli war da besser. Die sind so cool, die Fornies. Mag die total. Und dann haben wir halt einen Maywing, was auch mega cool ist. Können wir die hier herstellen? Maywing. Nein. Und die Thorny-Sette? Auch nicht. Müssen wir schnell hoch. Und für die Stachlis gibt es ja auch noch so einen coolen Skin, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch so ein... Ich habe irgendwo eine Skin-Kiste. Box. Nope. Das sind die falschen Skins. Muss ich mal gucken. Irgendwo unten, glaube ich. Habe ich die mal alle aufgehoben. Sonst müssen wir halt mal sterben. Das kann ich ja gut. Da haben wir einen Skin. Thorny Dragon. Perfekt. Nehmen wir mit. Dann stellen wir noch fix zwei Sättel her. Thorny. 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 Her damit. Clay fehlt. Oh no. Und wie ist das mit so einem Sattel für einen Maywing? Bam, das geht. Kostet Hide Metal und Fasern. Ja, wir haben auch ein kleines Problem. Und zwar gehen uns einige Ressourcen ab. Denn die, ich glaube, wir hatten die HG Stacking Mod mit im Modpack mit drin. Aber die wurden scheinbar komplett entfernt. Also ich habe keine HG Stacking Mods mehr gesehen. Die sind scheinbar aus dem Workshop entfernt worden. Das heißt, die sind auch aus dem Modpack raus. Das heißt, alle Items, die wir so... Also alles im Prinzip, was stacken konnte, ist jetzt weg. So ist das, wenn man Stacking-Mods verwendet. Die Stacking-Mods modifizieren im Prinzip die Items. Das heißt, in dem Moment, wo ihr die installiert, alle Items, die ihr dann einsammelt, sind quasi modifiziert. Und wenn die Mod verschwindet, verschwinden auch all die Items. Das heißt, ich muss auf jeden Fall los und alle möglichen Ressourcen sammeln. Ich werde gleich mal fix starten und so ein bisschen Clay sammeln, dass wir so einen Sattel für Stachli herstellen können. Das ist halt ein Riesenaufwand. Aber das sind so die Risiken, die man halt hat, wenn man solche Mods verwendet. Genauso wie irgendwie Storage-Mods. Wenn die verschwinden, sind halt die Kisten mit allem Inhalt weg. Das sind so die Sachen, mit denen man dann rechnen muss. Mega cool, oder? Maywing. So, die sind mega cool zum Nachzüchten, haben wir gerade schon angesprochen. Ihn werden wir dann auch zum Nachzüchten hier nutzen, den Donald. Pickup Baby, da haben wir die ganzen Optionen. Nursing Baby, Enable Nursing Baby Feeding Trough. Können wir mal anmachen. Oh Mann, das sieht schon wieder aus. Also das sind definitiv Zitzen, jetzt wissen wir es. Und das können wir halt an- und ausmachen. Weiß nicht, braucht das dann Stamina? Weiß das alles gar nicht mehr genau. Ich glaube nicht.
Also das funktioniert dann so und dann kann man denen entsprechend das Food geben für die Babys und dann füttern die Babys. Und dann muss ich um nichts mehr kümmern. Dann brauchen wir auch keine Nanny und keinen Tech-Gen und so. Das macht alles der Donald. Und der imprintet die auch. Also auch ums Imprinten müssen wir uns dann nicht kümmern. Ich glaube, wenn er so ein Baby hochnimmt, dann hat er so eine Tasche an der Seite hängen, wo das Baby drin ist, ne? Und das wird dann halt so lange gepäppelt, bis es voll imprinted ist und ausgewachsen. Und das funktioniert super gut. Außerdem könnt ihr natürlich mega cool fliegen, also gleiten. Wir können mal irgendwo runterhüpfen, aber wir sind ein bisschen überladen. Man sieht es so jetzt nicht wirklich. Ja. Jetzt hat man es gerade ganz gut gesehen, ne? Also die können ziemlich gut fliegen. Also sie halten sich ewig in der Luft. Nicht super ewig, aber ein bisschen ewig. Und die kriegen auch so einen kleinen, also wenn sie losspringen, kriegen die so einen kleinen Boost. Das heißt, man kann mit denen auch so ganz, ganz klein wenig an Höhe gewinnen. Und kommt dann auch irgendwo rauf. So. Aber die können nicht wirklich fliegen, also die können halt gleiten, wie gesagt. Ich glaube, wir lassen ihn mal hier sitzen für einen Moment. Sobald wir nachzüchten, kommt er dann mit hoch in die Nachzuchtetage. Da werden wir den dann entsprechend einsetzen. Der ist super nützlich, wie gesagt. Ich hole mal so ein bisschen Clay, dass wir Stachli auch satteln können. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe so ein bisschen was vor. Wir müssen sämtliche Ressourcen wieder aufstocken. Und da bin ich auch schon wieder. Es ist so ein bisschen was passiert zwischenzeitlich. Stachli hat jetzt seinen Sattel. Der gibt ja diesen super coolen Skin, den haben wir schon. Ohne Skin sieht der Sattel auch schon ziemlich cool aus. Aber wenn man hier noch einen Skin drauf packt, dann sieht der umso besser aus. So. Ja, ich habe hier alles schon vorbereitet. Ich war ordentlich Ressourcen sammeln und so weiter. Wir stehen jetzt wieder so ein bisschen besser da. Aber da gibt es auf jeden Fall immer noch viel zu tun. Stachli hat auf jeden Fall jetzt einen Sattel. Ich habe so ein paar andere Dinge gemacht. Zum Beispiel... Oh, haben wir schon guten Mittag. Mittagmusik. Okay. Haben wir auch den, wie heißt der? Deconstructor genutzt? Den Grinder? Um so ein bisschen Ressourcen aus unserem ganzen alten Zeug zu gewinnen, was wir nicht mehr brauchen. Und ja, letztendlich ist die Aufnahme wieder abgeschmiert. Das heißt, ihr wart nicht dabei, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Spannendes gemacht. Ehrlich gesagt, ging hauptsächlich um Ressourcengeschichten. Stachli hat jetzt einen Sattel. Wir können mal hoch zum Grinder. Ich habe nochmal geguckt, was wir noch so rumliegen hatten. Habe so die letzten Sachen zusammengesammelt. Da kommt nicht wirklich viel bei rum. Aber es lohnt sich schon irgendwo auch die Sachen aufzuheben, bevor man die dann irgendwie flacken lässt. Da gibt es ja doch das ein oder andere Metall, was man da rausholen kann zum Beispiel. Aber hier drinnen seht ihr die Ausbeute von 200 Items, die wir gegrindet haben. Also pro Item im Schnitt so ungefähr ein Metall rausgekommen. War halt auch viel... so Sachen dabei wie die ganzen Primitive-Äxte und so weiter. Da kommt halt einfach nur so ein bisschen Holz oder so raus. Also keine hochwertigen Dinge, aber trotzdem macht es ja Sinn, das Zeug zu grinden. Ich habe das extra alles aufgehoben, also wird es auch alles gegrindet. Da sind auch teilweise gute Sachen dabei, ne? Also so Journeyman-Zeugs. Aber das gibt alles jetzt nicht so super viele Ressourcen. Das sind Journeyman-Stiefel. Naja, gucken wir mal, was da so rauskommt. Also ich hatte vorher schon eine ganz bunte Mischung, aber die Ausbeute war trotzdem eher mager. So, nichts grinden, was wir noch verwenden können. Das ist alles nichts Gutes. Und dann können wir noch einmal ordentlich grinden. Das sind jetzt, ja, so 60 Items. Bam. Okay. War schon so ein bisschen besser. Das sind Erebor Bootskin. Okay. Die müssen hier drauf. Die habe ich noch vergessen. Okay, dann haben wir unsere Zwergenschuhe wieder. Da fehlen doch auch noch die... Handschuh-Dings. Ach, die gibt's nicht, ne? Moment, mal gucken, was fehlt denn? Oh, erstmal reinladen. Ja, okay, alles wieder dran, ne? Die Handschuhe sind irgendwie bei der Brust mit dabei, glaube ich, ne? Die gibt's hier gar nicht bei dem Erebor-Skin-Set. Ja, auf jeden Fall wieder so ein bisschen was dazu bekommen. Sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir es damit langsam gut sein. Ich habe schon komplett wieder den Überblick verloren, was wir gemacht haben, was nicht. Ich habe gestern Abend auch echt spät aufgenommen und heute bin ich wieder echt früh dabei. Aber ich glaube, das war so alles, was ich dann noch so gemacht hatte. Hauptsächlich Ressourcen sammeln.
Und dann gehen wir jetzt einfach nochmal ins Bettchen. Das haben wir nämlich gestern auch gemacht. Und schlafen hier erstmal ganz entspannt bis zum nächsten Arc morgen. Das mit dem Liegen funktioniert irgendwie auch nicht so gut. Ich fliege immer sofort wieder aus dem Bett, also vielleicht ist das hier besser, ne? Ist auch nicht besser. Jetzt stecke ich auch noch fest. Können wir... Nee? Okay, ich glaube, ich stecke im Bett fest. Festbett. Oh, da geht's ganz schön tief runter, ne? Okay, ich glaube, wir nehmen das mal hoch. Pick up Viking Bed. Das hilft aber nicht, ne? Oh, oh. Na gut. Also das mit den Betten, ich glaube, da muss ich mir nochmal ein besseres Bett suchen. Wir sind frei. Juhu. Dann können wir das ja wieder hinstellen. Die sind wohl nur gut zum Angucken, die Betten hier. So. Bäm. Die sind echt, die sehen so gemütlich aus, ne? Aber die funktionieren nicht. Die haben aber schon mal funktioniert. Also das ist echt komisch, weil ich habe mich ja in das Bett schon reingelegt, ne? Das hat schon mal funktioniert. Muss man halt im Stehen schlafen. Na gut. Ja, bei mir ist noch so ein bisschen der Wurm drin. Ich weiß nicht, warum das Spiel gerade so ein bisschen instabil ist. Möglicherweise irgendeine Mod hier in der Basis. Und ich weiß auch nicht, was mit der Aufnahme los ist. Ich habe schon die Treiber alle aktualisiert. Momentan habe ich noch keinen Fehler gefunden. Da bin ich also immer noch auf der Suche. Nächste Folge gucken wir mal, was der Amaga so drauf hat. Der neue Amagasaurus. Ich bin ultra gespannt drauf. Für heute lassen wir es damit erstmal gut sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen, auch wenn es wieder ein bisschen chaotisch war. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.